Gott. Oh Gott, was machen die da? Alter. Was passiert hier schon wieder? Was machen sie mit dem zivilen Fahrzeug? Wieso müssen sie eigentlich... Das LSPD ist echt wie die echte Polizei in Los Angeles. Guckt's euch an, was macht dieser Transporter hier. Sie sind beim SWAT. Ich hab vorhin schon gesagt, das ist kein SWAT, das ist hier Billow Company, Alter. Hier, das können sie doch nicht SWAT schimpfen lassen, Alter. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit unserem Officer. Es ist jedes Mal so, dass die Leute, dass die Dispatch immer dazwischen redet. Auch vollkommen in Ordnung. Denn wir haben hier unseren wunderschönen Crown Victoria und wir stehen. Alter, wir steigen mal ein. Wir stehen hier in den Vinewood Hills. Ich glaube, da müssen wir uns mal dranhängen. Okay. Ja, okay, wir hängen uns da mal dran. Die gefährden ja überhaupt nicht den Verkehr. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt beide raus? Der eine flüchtet zu Fuß, den kriegen wir eh später, aber den mit dem Auto sollten wir jetzt kriegen. Komm. Nimm den Elektroschocker, pass auf. Jetzt geht's gleich schon los mit der Action, jetzt könnte ich gar nichts sagen. Wobei, ich habe auch eh nichts zu sagen. Also, ich habe natürlich auch so nichts zu sagen, aber ich habe auch gerade keine Infos zu bekannt zu geben. So, jetzt komm. Nein. Du bleibst mal ganz schnell hier, ja? Genau. Leg dich auf die Mülltonne. So, komm. Genau. Meinen Kollegen, den kriegt man eh noch. So, für dich hol mich's aber. Prisoner Transport, ja? So. In downtown Vinewood. Und das Auto. Nee. Roger. Die Karre brennt. Die Karre brennt. Schnell abschleppen lassen. Die Karre brennt. Okay, die Karre hat aufgehört zu brennen. Mach mal hier so. Ich glaube, es bringt eh nichts. Karre hat eh aufgehört zu brennen. So, komm. Ja. Ich glaube, wir können weiterfahren. Hat sich geklärt. Ja, genau, das wird so schon abgeschlossen. Abgeschleppt. Abgeschlossen. Der Abschlepper macht zwar mehr Unfall. Segen, aber okay. So, wir haben hier rot. Und sie an die Verkehrs. Homicide. Alles klar. Das nehmen wir an und drehen um. Gunshots reported. Alles klar. Wissen wir ja, was auf uns zukommt. Wir spielen bis gerade um 6 Uhr morgens, haben quasi die Frühschicht erwischt. Aber ich spiele es persönlich einfach nur, weil der Sonnenaufgang ziemlich nice aussieht. So ausgenutzt hier als Ingame-Charakter. Oh Gott, okay, ja, da vorne ist schon. Weißt du, in dem Fall bräuchte ich mir echt so eine leichte Sniper. Oh Gott. Kann ich nicht die Hände hoch? Hände hoch. Okay. Auf dem Boden. Alter, halt das jetzt mal. Und sie bleiben hier ganz ruhig, ja? So. Wenn der nach vorne fährt, sind wir am Arsch. Egal. So. Und ich habe mir auch einen Transport. Backup needed for a suspect placed under arrest in downtown Vinewood. Copy that, dispatch. Wo ist denn das Opfer? Roger. Das Opfer ist mir weggerannt, obwohl das eine Schusswunde jetzt hat. Na egal. Ich glaube, da können wir den anderen überlassen. Wir fahren weiter. Ja, so. Ist gerade einfach stehen geblieben. Es fällt dem ein. Irgendwo ist hier die Alarmanlage angegangen. Egal, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir fahren mal ganz gediegen die Tür für dem Ding an, aber egal. Wir fahren ganz gediegen nach oben. Guck mal, was hier alles abgeht. Ich glaube, hier in den Vinewood Hills. Ist das ein Baum? Ist das eine Wurzel in die Straße? Okay, das Detail ist. Wo ist denn das genau? Ah, das ist hier der Weg.
Ich glaube, dann bin ich noch nie so richtig lang. Ah, doch klar, ich bin in der Singleplayer-Mission, als wir diese. Als wir diesen Star verfolgen müssen. Poppy ist die, glaube ich, im Singleplayer. Da fährt man, glaube ich, hier lang als Paparazzi. Die Mission war cool. Aber sonst bin ich nie lang gefahren. So, dafür nur 25 fahren. Was sind das in kmh? Mit 30, glaube ich. 25 mal 1,6. Hm, 40. Links oder rechts? Dann fahren wir. Wobei, da fahren wir aber raus aus Los Santos. Leider, dass wir hier einen Los Santos-Polizisten steuern sollten, wir in Los Santos auch bleiben. Deswegen fahren wir mal eben runter. Ah, pass auf, wir überholen mal ganz knapp. Uah, und schneiden hier noch ein bisschen. Okay. So, es ist aber keine Sightseeing-Tour. Wir wollen hier ein bisschen Action erleben, ja? Na, guck mal. Das hier. Egal. Officer Shot. Das klingt interessant. Da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir lang. Oh. Has been shot and critical wounded. Alles klar. Das heißt, wir gehen mit Deadly Force ran. Aber in ein bisschen Abstand. Ah, da hinten ist er schon. Okay. The staff to go after the suspect. Wir gehen after the suspect. Hat das jetzt akzeptiert? Ich glaube schon. Get the suspect. Genau, der Officer wird vom Krankenwagen dann versorgt. Da können wir gar nicht viel machen. Der hat eine Waffe. Das sollte ein bisschen aufpassen. Am besten jetzt schon Verstärkung holen. Der ist hingefallen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Nein, stehen bleiben. Scheiße. Mann. So, jetzt haben wir ihn. So. Und jetzt wieder wegrennen. Okay. Waffe fallen. Wo ist denn die Waffe? Okay, die ist, glaube ich, weg. Auch gut. So. Wir haben ihn festgenommen wegen. Schießen eines Officers oder so. Hey. So, sie weit abgeholt. Wir können es nicht verfolgen. Egal. So, die Kollegen hier auch alle weggestreckt. What the fuck? Und wie die Kollegen hier laufen, ey. Gibt's euch? Sie marschieren zu ihren Autos. Hintereinander. Naja. So. Was? Hier genau dasselbe. Fahr mal. Ey, einsteigen. Fahr mal weiter. Jetzt möchte ich noch gerne was Actionhaltiges mal haben hier. Irgendwas, das so richtig reinhaut. Aber wir können auf jeden Fall mal unsere Karre reparieren. Das haut auch richtig rein. Ich glaube, der war eh nicht kaputt. Aber rein und tut sie trotzdem. Schatz, fire on officers. Jetzt schon wieder? Ich hab ganz Schatz. Nehme ich doch an. Oh. Ich habe jetzt einen anderen Einsatz angenommen, weil ich gerade ein bisschen confused war. Hm, egal. Was ist denn das hier? Wanted for was? Ach, scheiße, hab ich nicht gelesen. Für was war da jetzt gewanted? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hängen wir uns mal dran. Approach with caution. So, einmal rechts ranfahren oder links, whatever. So. Na, schon. Möchte ihn anhalten. Pass auf, wir nehmen ihn einfach so fest. Der hat ja Drogen, das heißt, wir haben das Recht, ihn festzunehmen. Und sie auch. Ey, wo ist sie? Sie fahren nicht weg. Scheiße. Sie, Ende hoch. Und. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Mach einfach den Bullshit. Nein, nicht wegrennen. Okay, wir brauchen ganz schnell Unterstützung. Bleiben Sie stehen. Scheiße. Jetzt sind beide weg. Ne, warte, der steht da vorne noch.
Nun, wo ist denn... Nein, sie können den weiterverfolgen. Nein. Ja, steigen sie aus. Was war das denn mit der Kaffee-Aktion von mir, Alter? War ja voll die überschallte Aktion. Sehen Sie, was der Professor macht, wenn er verwirrt ist. Kidnapping in progress. Nehmen wir mal an. Und dich schick mir weg. So. Nein, 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 nein. Sie steigen da nicht ein. Sie steigen da nicht ein. Oh, oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wo ist die Kidnapping? Pacific Bay, nein. Das ist ja eh ein Schau. Ich bin heute echt mal wieder so ein bisschen. Heute ist echt so ein Tag, wo ich komplett ja, sieht man ja schon, ne? Hab ja gerade eindrucksvoll bewiesen, was mit heute los ist. Guck mal, hier ist ein Motorradfahrer, den halten wir mal an. Güter einmal rechts ranfahren, weil. So, haben wir Tür zu, ja. Guten Tag. Ah, meine Nase juckt. Continue. Ich hätte gerne mal Ihre ID. Wenn das möglich wäre. Charles Trioge. Charles Trioge. Ist das so richtig? Ich hoffe mal. Ich hoffe es mal für dich, ansonsten wird da Sachen angehängt, die er gar nicht gemacht hat. Alles ist in Ordnung. Ich würde da trotzdem gerne Ihre Karre durchsuchen. So, mal gucken, was der so in seinem... A broken headlight. Aha. Also das finde ich überhaupt nicht gut. Sie können damit nicht weiterfahren. Sie müssen jetzt da leider aussteigen. Hier. Interact with the suspect. Nein, nicht handcuffing. Nicht. Tap E. Issue warning. So. Weil da kriegt er jetzt keine steigen Sie bitte. Nein, 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 nein. Ah! Ach man, heute ist mit mir echt. Ah! Was ist heute los hier, ey? Alle sind gegen mich heute. Echt ein Witz, Alter. Ja, der, komm, wir fahren jetzt nicht hinterher. Echt. Also, ohne Spaß, heute ist echt. Nicht nur Wurm drin, heute ist, was weiß ich, heute ist der ganze Apfel verfault, Alter. Also, heute geht ja alles schief. Aber auf der positiven Seite mal, weißt du, heute ist ohne Absturz, ohne sonst irgendwas. Heute geht's einfach mal vom Gameplay her schief, aber wir können auch hier unsere Karre reparieren. Ist ja voll bescheuert, Alter. Haben wir jetzt noch irgendwie einen Einsatz Stone Police Week, immer das wenigste Verfolgungsjagd hier. Rockford Hills. Ach man, nach heute ist echt. Heute ist. Vergesst die Folge heute. So, einmal bitte rechts ranfahren, Herr Polizei. Herr Polizei, so, okay, wird auf die Verfolgungsjagd auf. Und er sofort. So. Was ich auch noch unbedingt machen muss heute. Ah! Hat er jetzt von vorne geschossen, haben die Kollegen mich in den Rücken. Die schießen von vorne, okay. Das heißt, wir schießen zurück. Aua! Aua! Ah, okay, ich muss zurückbleiben. Scheiße, die schießen. Das heißt, wir holen SWAT. Bevor uns hier noch das. Die Backup abkratzt. Scheiße. Oh. Ja, da kommen die noch niemals dran. Wir brauchen nur SWAT, nicht die anderen Spasten, die hier meinen sie, wir könnten SWAT spielen. Also wir müssen wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und am besten gleich auf den Fahrer schießen, weil das ist ja wohl... Okay, den haben wir. Komm, 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 komm. Okay, alles gut. Alles gut. Komm. Nein. Und ihr solltet nicht erschießen, ne? Hier. Aber ich glaube, alles unter Kontrolle. Assistance needed for a suspect placed under arrest in Rockford Hills. Adam 6, copy. We'll check it out. Oh Gott. Oh Gott, was machen die da? Alter.
Was passiert hier schon wieder? Was machen Sie mit dem zivilen Fahrzeug? Wieso müssen Sie eigentlich... Das LSPD ist echt wie die echte Polizei in Los Angeles. Guckt's euch an, was macht dieser Transporter hier? Sie sind beim SWAT. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist kein SWAT, das ist hier Billo Company, Alter. Hier, das können Sie doch nicht SWAT schimpfen lassen, Alter. Was ist das hier? Wenn Sie bitte von dem Auto runterfahren. Egal. Ich sag heute nichts mehr. Wir lassen mal die Karre hier abschleppen. Mit dem Tor. Achso, wir müssen natürlich erst den Fahrer entfernen. Ah, jetzt kann ich auch das ausprobieren. Warte auf, und zwar hat einer gesagt... Also, wir schleppen jetzt erstmal ab. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, danke dafür auf jeden Fall erstmal. Ja, möchte ich. Wir sollen doch mal drücken, Steuerung 0. Da kommt scheinbar ein Rettungshelikopter. Das probieren wir gleich mal aus. Nachdem das hier abgeschleppt wurde, damit es hier nicht verbuggt, dass die Fahrzeuge irgendwie da aufeinander sind oder so. Ich hoffe vielleicht, okay. Jetzt schon mal einen neuen. Steuerung 0. Passiert nix. Steuerung 0. Versteuerung Tabulator 0. Nee. Passiert nix. Aber ich glaube, das kann man auch eher in diesem Menü hier auf. Aber fuck, wie ging das nochmal auf? Das Menü von dem. Na, wie ging das nochmal auf? F5? Ich hab kein. 4? Nee. F2, glaube ich. Nee. Wie ging das Menü nochmal auf? B war Backup. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht meine Audacity-Aufnahme abbreche mit irgendwelchen Shortkeys. Oh, okay. Er ist es schon mal nicht. F6 ist auch eine schlechte Idee. Da öffne ich nämlich ein anderes Menü. Was aber nichts damit zu tun hat. Ach man, na, ich wusste es doch. Ich hab's doch schon nicht. Als ich das privat gespielt habe, bin ich schon auf die Taste gekommen. Für dieses Wilderness Carl-Out-Menü. Ah. Nein. Z, T. Weißt du, ich hab mir das immer vorgenommen, das mal in der Aufnahme zu machen, hab's immer vergessen. Ah. F12? Gewann uns Screenshot, okay. Ich drücke aber den F-Tasten am besten gar nichts mehr. Steuerung 0 geht aber echt nicht, ne? Nee. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, lieber Kommentarschreiber. Ich glaube, du meinst diesen Helikopter, den mit diesen Flying Doctor quasi. Den man bei dem Wilderness Callout holen kann. Oder, aber ich weiß gar nicht, welchen Callouts ist. Vielleicht auch Assault Callouts oder sowas. K, J, H, G. Hm. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Dann mache ich das für die nächste Folge. Achso, warte mal, dann machen wir hier natürlich, Corona. Ma, das ärgert mich jetzt. Weißt du, ich möchte euch vorstellen, immer als ich es im Off gespielt habe, immer wusste ich das. Ich bin immer auf die Taste gekommen und habe es auch noch in Erinnerung gehabt, aber natürlich jetzt gerade, wo man es braucht. Nee. Da ist es nicht mehr da. Ich dachte, es wäre M, aber M ist das andere Menü, ne? Ja. Ach so, weit, wir wollen gar nicht links abbiegen. So. Hey, wir wollen gar nicht links abbiegen. Was war das denn jetzt? So, ist da vorne wieder irgendwie Bullshit? Speed Pursuit. Alles klar. Da sind wir dabei. So, da hängen wir uns mal dran. Wir hängen uns mal. Fährt der auch dahin, das Swatwagen? Ne, der fährt woanders hin. Scheinbar scheint irgendwo ein Großeinsatz zu sein. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal die Speed Pursuit auf. Oh Gott. Sollen wir Verstärkung annehmen? Noch nicht. Noch nicht. Erstmal müssen wir rankommen an den Einsatz. An den Suspekt. Guck mal da, der kommt von vorne. Kriegt man den alleine? Bleiben Sie stehen. Ja, das klappt. Komm, okay. Nice, Alter. Wir haben alleine eine Speed Pursuit aufgelöst.
Ich meine, er war natürlich auch ziemlich dämlich, dass er ausgestiegen ist, das stimmt schon. Aber immerhin. Immerhin. Hier ist irgendwo ein Brunnen. Ist ja hier hinten. Der ist wahrscheinlich hier hinter der Mauer, aber da dürfen wir nicht rein, das ist Privatbesitz. Irgendjemand baut sich wieder ständig um. Ach, da vorne. Guten Tag, die Herren. Das ist ein Mongo hier mit, der neben mir steht. So. Wow. So. So, was machen wir jetzt heute noch? Ein Einsatz geht, glaube ich, noch. Ein Einsatz geht noch. So, wir dürfen aber einmal reparieren. Stolen Bus. Ja, komm, für einen Abschluss. Stolen Bus. Suspect is a female. This name is Stacy Knee and is young. Okay. Alles klar. Wir stellen uns der Sache. Und gucken, dass wir den Bus wieder in Besitz von Los Santos kriegen. Ich frage mich, wer einen Bus klaut. Aber habe ich mich schon letztes Mal gefragt. Aber naja, scheinbar haben die Leute von Los Santos irgendwie Busfetisch oder so. Dass sie denken, ich klaue jetzt einen Bus, weil das ist voll cool. So, da hinten. Aber ist auch ein cooler Einsatz, ne? Muss man auch nicht sagen. So, wir haben Air Support und normale. Aber noch schießen wir nicht, weil noch können wir sie vielleicht auch so kriegen. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Okay, den haben wir, glaube ich, oder? Haben wir den? Komm, auf den Boden. Ja, ich glaube, den haben wir. Wir können abrücken. Glaube ich. So, komm. Das war jetzt einfach. Das waren jetzt zwei einfache Einsätze. Ach, jetzt kommt hier voll die Verfolgungsjagd und dann... Selbst die Scheiben sind ja noch ganz hier. Guckt euch an. Fährt er gerade mit meiner Karte? Nee. Also muss das mal gleich mal abstellen, bevor wir irgendwelche Leute den Bus klauen in der letzten Folge. Ja, oder so. Huch. Ja, das, ging schnell, sag ich mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so reibungslos geht. Naja gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Oh, wie, guck mal, wie die Vöglein und die Grillen und whatever, was da noch alles für Zeug im Seitengraben ist. Was das für Geräusche macht, ey. Voll die geilen Zirpgeräusche und... Ah, ich liebe die Details in GTA. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein, mocht es gut. Tschüss.